Schlaf ist einer der größten Probleme in unserer heutigen Zeit. Sei er bedingt durch Stress von der Arbeit oder auch von der Uni oder wenn man unbedingt abends noch die nächste Netflix-Serie zu Ende schauen möchte. Wie sich Schlaf aber auf unseren Appetit auswirkt, erzähle ich dir jetzt. Das renommierte King's College in London hat in einer aktuellen Übersichtsarbeit analysiert, wie sich ein Schlafentzug oder ein verminderter Schlaf auf den Appetit auswirkt. In den Studien wurde betrachtet, wie die Zunahme von Makronährstoffen, also Fett und Protein, aber auch Kohlenhydrate, sich verändert hat, je nachdem, wie viel Schlaf man hatte. Interessanterweise kam hierbei raus, dass sich die Energieaufnahme über den Tag verteilt im Schnitt um 385 Kilokalorien sogar gesteigert hat. Hier wurden vor allem die zusätzlichen Kalorien über Fett aufgenommen. Kohlenhydrate blieben gleich, aber die Proteinzunahme sank im Mittel sogar ab. Was sich allerdings nicht verändert hat, ist der Grundumsatz. Dies ist gleich geblieben. Das heißt, ich nehme diese 385 Kalorien zusätzlich zu, verbrenne aber nicht mehr. Dies kann also über lange Zeit zu einer Gewichtszunahme führen. Wie wichtig Schlaf ist, sollte dies vor allem sehr zeigen. Diese Studie zeigt also, wie sich Schlaf auf einen Bereich deines Lebens auswirken kann. Es ist wichtig zu wissen, wie gut du schläfst. Es ist wichtig, auszuschlafen. Dies kann man über das Hormon Melatonin, das sogenannte Schlafhormon zum Beispiel, messen. Wenn du Interesse an deinem eigenen Melatonin-Status hast, kannst du diese gerne bei uns im Shop bestellen. Ich verlinke ihn dir einmal unten. Wenn du jetzt noch weitere Fragen zu dieser Studie hast oder um andere Themen rund um Ernährung, Sport oder Lifestyle, schreib sie gerne unten in die Kommentarbox und wir werden dir antworten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und folge uns doch gern, um keines der nächsten Videos zu verpassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin Markus von Cerascreen. Bis dann.